Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Im letzten Part haben wir die letzten Siegel gebrochen und können nun hier weiter vordringen in den Todesturm. Oh Gott, jetzt ist hier schon wieder so eine geile Musik. Oh, hallo Gegner. Wo? Da. Da ist noch mehr Gegner. Nein. Geh weg. Meine Fresse, sind hier viele Fledermäuse unterwegs. So, jetzt gehen wir hier gemütlich hier mal die Treppe hoch. Ja gut, gemütlich ist, glaube ich, das falsche Wort. Eingesperrt. Oh mein Gott. Gegner! So, wir müssen uns natürlich den Weg freikämpfen. Das ist ja wohl selbstverständlich. Ich glaube, es hat keiner damit gerechnet, dass wir einfach so zu Ganondorf durchmarschieren können. Jawohl, der erste ist down. Komm zu Papa. Komm zu Papa und tschüss. Wunderbar. Und schon geht's weiter. Mal schauen, ob hier irgendwo was rumliegt vielleicht. Oh, zwei Stahlfußritter, okay. Ich glaube, ich konnte euch irgendwie speziell mit dem... Ja, genau, ich konnte euch ganz speziell mit dem verbunden, aber... Das ist es mir nicht wert. Oh, der hat anscheinend ziemlich viel abgezogen, der Lichtpfeil. So. So. Scheiße. Schön. Somit ist auch der zweite Stahlfossritter besiegt. Was bekommen wir als Item? Selbstverständlich den Master Key. Erkennt man ja schon in der Truhe. Warum sie da einen Master Schlüssel mit reingebaut haben, weiß ich nicht. Oh nein. Hört doch auf damit. Nein. So, ich will bitte, dass nur einer herkommt. Ich will es nicht mit beiden gleichzeitig aufnehmen. Oder nur relativ ungern. So. Ja. So. Ich glaube, das lief doch ganz gut gegen den. Ja. Ja, das hat mich jetzt unvorbereitet getroffen. Das ist der typische Vor- und Zurücktritt Trick aus Resident Evil. So einen Trick kann man auch in Resident Evil anwenden. Vorkommen, angreifen lassen und dann zurück. Wunderbar. Eigentlich sind die Teile schon einfach. So, Herzen her. Wunderbar. Ich möchte bitte ein bisschen Magie. Wollte ich nur mal kurz nebenbei angemerkt haben. Oh, und da haben wir schon die letzte Tür, wo wir den Masterschlüssel einsetzen können. Oh, hier ist nichts. Aber hier hinten gibt es Krüge. Mit Magie. Schön. Dann klettern wir mal hoch. Halt, ich habe ihn schon ausgerüstet. Passt schon. Ich wollte den Enterhaken sicherweise noch haben, aber ich habe ihn ja schon ausgerüstet, habe ich gerade gesehen. Hm, dann passt's ja. Und? Och, jetzt kommen wir nochmal weiter. Jetzt kommen wir immer weiter. Na, sowas aber auch. Na, dann nehmen wir eben die Tür hier. Um weiterzugehen. Ist doch auch eine Möglichkeit, oder? So,
Wir gehen die letzten Stufen nach oben. Gott, ist das geil gemacht. Hier würden wir jetzt nochmal geheilt werden, deswegen die Sequenz. Die Fragmente des Triforce. Ich spüre, ihre Macht scheint sich wieder zu vereinigen. Die fehlenden zwei Fragmente. Ich warte seit 7 Jahren darauf. Ich bin wirklich überrascht. Ich hätte nicht erwartet, dass gerade ihr zwei sie tragen würdet. Endlich, endlich! Die drei Fragmente sind wieder vereint. Diese Symbole der Macht sind nichts für euch zwei. Ihr seid dafür nicht geschaffen. Ich allein bin der rechtmäßige Träger des Triforce. Übergebt mir die Fragmente, ich befehle es! Spike, ich kann dir nicht helfen. Die Aura des Bösen ist zu mächtig. Tut mir leid, Spike. Großmeister des Bösen, Ganondorf. Habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst? Verdammt, man sollte nämlich sofort umdrehen, damit man hier nicht runterfällt. Aber ich nicht, nein. Ich mag's auf die coole Art. Das ist viel cooler, wenn man das so macht. So. Dann schnappen wir uns hier mal bitte. So. Und einfach hier auf die Ecke schön gehen, denn die kann er nicht weghauen. Behalt deinen Scheiß! Behalt's! Ich sagte behalt's und ich hau's wieder zurück. Na komm! Behalt dein Scheiß! Will ich nicht! Postwenden zurück! Per Nachname! Ja, sag er mal! Und jetzt schnell mit einem Lichtpfeil treffen! Und ja! Einmal treffen! Weg! Und wieder auf so ein Eck! Das ist der Kampf gegen Ganondorf. Ja, halt deinen Scheiß. Zurück. Postwenden zurück. Per Nachname. Weil du dem Postboten kein Trinkgeld gegeben hast. Jetzt behalt schon deinen Scheiß. Annahmeverweigerung. Eine Retoure. Irgendwas. Jetzt sah schon mal, behalt mal deinen Scheiß. Nein. Mein Gott nochmal. So, wieder weg. Ich finde den Kampf so geil. Behalt's. Nein. Böse. So. Wieder rüber. Oh, ich glaube, jetzt habe ich gut. Oh, da habe ich jetzt guten Schaden gemacht. Er hat dieses Mal keine Lust, die Böden wegzuhauen. Das macht er dann normalerweise. Aber dieses Mal hat er irgendwie keine Lust drauf. Vielleicht macht er das auch nur, wenn ich auf diesen Böden draufstehe. Aua.
Lach nicht so blöd. Ihr seht aber, wie viel das Teil abzieht. Gehalt. Ich will nicht alles, was... Ja, sag mal. Ich nehme doch auch nicht jeden Scheiß, den man mir gibt. Oh, das war knapp. Ah. Ja, ist ein bisschen knapp immer. Das Zeitfenster, um ihn dann noch mit dem Lichtpfeil zu treffen. Aber normalerweise kein Problem, wenn man sich nicht blöd anstellt. Man muss halt mit dem ersten Lichtpfeil unbedingt treffen. So, wieder zwei Sprungattacken. Das dürfte wieder ordentlich Schaden gemacht haben. Oh oh. Was macht er jetzt? Das war nicht so toll, Ganondorf. Da hätte ich einfach eine Wirbelattacke machen müssen. Wenn er das macht. Dann hätte ich alle zurückschlagen können. Aber im Nachhinein ist man halt immer schlauer. Zerfix. Er holt sich halt immer relativ schnell. Muss man ihm lassen. Ja, komm schon. Trau dich. Hau sie her. Und Postwenden zurück. So. Ach, er ist wieder so dumm. Na, dann hau halt her, die Scheiße. Postwenden zurück. Ah, nicht getroffen. Ich Idiot. Ah, nochmal, okay. Hau nur her. Schön. Ach. Oh, jetzt macht er sie kaputt. Ah. Na, das wurde aber auch Zeit, dass er mal ein paar kaputt macht. Na, hau schon her. Hatte fix noch mein Ei. Das gibt's doch nicht, ich treffe ihn nicht. Na, du lernst es doch auch nicht. Ah! Ich habe keine magische Energie mehr. So. Hier unten kann er einen relativ am Arsch lecken. Hier kann man sich mal wieder ein paar Herzen holen. Ein paar Pfeile. Und auch magische Energie. Eigentlich kann man sich hier unten ja auch magische Energie holen. Normalerweise. Aber wohl nicht, wenn man ich ist. Tja, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Eine gute Frage, ich habe nämlich keine Licht. Ich habe nämlich keine magische Energie mehr für Lichtpfeile. Genau das ist das Problem.
Nee, bringt nichts. Sind wieder neue Dinge unten? Nein, es sind keine neuen Krüge da. Ja, was mache ich denn jetzt? Ja, das ist eine gute Frage, was ich jetzt gegen den mache. Habe ich irgendwas, um meine Magie aufzufüllen? Nee, ich habe eine Feen dabei. Ach, komm schon. Das ist doch lächerlich, komm. Jetzt habe ich keine magische Energie mehr. Was mache ich denn jetzt? Schöne Scheiße. Schön. Und nun? Das ist jetzt eine gute Frage, nicht? Das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage. So, sind ein paar Sachen runtergefallen, aber nichts hat davon irgendwie eine Magieflasche hinterlassen. Schön. Ich habe ein Problem. Ja, hau nur her. Ja, dann treffe ich es halt nicht, meine Güte. Aua. Kann ich da raus? Nein, leider nicht. Ja, aber ohne Lichtpfeil wird das relativ schwierig. Würde ich jetzt mal so sagen. Fällt wieder ein bisschen was runter und nichts hinterlässt mir eine Magieflasche. Das ist jetzt ein bisschen kacke. Das ist jetzt ein bisschen sehr, sehr kacke. Weil ich nämlich keine Ahnung habe, was ich jetzt machen soll. Tja. Ohne Magie ist das ein bisschen schwierig, ne? Warum waren da auch keine Magieflaschen, meine Güte? Wir sind sonst immer Magieflaschen. Tja. Kann ich den noch irgendwie anders runterholen, außer mit einem Lichtpfeil? Ich glaube nämlich nicht. Voll die Combo immer von ihm. Tja. Ich glaube. Ich glaube, das ist blöd. Ich glaube, das ist gerade sehr, sehr blöd. Das will ich alles nicht haben. Aber hier, ein normaler Pfeil reicht ja nicht aus. Das ist das Problem dabei.
Deswegen sage ich ja, normalerweise sollte man hier Energie kriegen. So ein bisschen magische Energie. Ich würde mal sagen, Leute, ich beende den Part für heute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder mit einer vollen Magieleiste. Im erneuten Kampf gegen Ganondorf. Also gut, Leute, das war dann mein Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.